you cut me open, taking my heart and make me heartbroken. It's a ghost town here up in my chest. I'm going into cardiac arrest. Hurts so good when you cut me open, taking my heart and make me heartbroken. It's a ghost town here up in my chest. I'm going into cardiac arrest. Hurts so good when you cut me open, taking my heart and make me heartbroken. It's a ghost town here up in my chest. I'm going into cardiac arrest. Hurts so good when you cut me open, taking my heart and make me heartbroken. It's a ghost town here up in my chest. I'm going into cardiac arrest. Hurts so good when you cut me open, taking my heart and make me heartbroken. It's a ghost town here up in my chest. I'm going into cardiac arrest. Hurts so good when you cut me open, taking my heart and make me heartbroken. It's a ghost town here up in my chest. I'm going into cardiac arrest. Yeah, Fan, aber anders. Yes! Und zwar anders. Der junge Mann heisst Alfie Castley. Das Lied heisst Cardiac Arrest. Heisst so viel wie Herzstillstand. Und ich, wirft uns ein bisschen zurück, auch in die Zeit von der A Cappella-Gruppe. Ja, das Lied selber ist natürlich wieder mit Arrangement, das ist natürlich Scheissdreck wieder. Aber auf Instagram, oder? Machen sie ja jetzt neu immer die Aufbau-Liedli. Hast du die auch ein bisschen in deinem Feed? Nein. Immer zuerst, aber sobald ich das erste Mal angeschaut habe, dann schon. Ja, genau. Also weißt du, zuerst Bass, dann nächste Stimme, nächste Stimme, nächste Stimme und so. Ja, ja. Und genau. Und er macht das eben mit seiner Freundin immer ein bisschen und so. Und es ist wirklich ein fucking Hit. Es ist einfach ein fucking Hit. Es ist wirklich, ich könnte es in Dauerloop, nur das los. Das ganze Lied nachher finde ich gar nicht so geil. Aber der ist es. Der ist sehr geil. Und vor allem laut wahrscheinlich, oder? Muss man laut in hören. Laut. In laut muss man in den laut hören. Ja, den muss man in laut hören. Ja. Ja. Wollen wir nochmal hören? Mach mal lauter. Mach mal. Ja, siehst du? Es ist wirklich, ja, es ist. Hast du neue Brille? Nein, habe ich schon länger, aber ich habe sie nicht so viel an im Sommer, weil die Sonne scheint und sie ist ja keine Sonnenbrille, sondern eine Brille. Ah. Aber du hast ja also. Ja. Ja. Hm? Oh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist wirklich ein Augenweid. Ich muss mir vorstellen, ja, ja. Es ist ein filigranes, silbriges, aber grosszügiges, grossherziges Brüllengestell. Fast ein Velo. Könnte man sagen. Ein Nasenvelo. Ein Nasenvelo. Ein Nasenvelo. Genau. Mit wirklich Glas drin, damit der Paddy scharf die Welt kann scharf in Hi-Fi-Delity sehen. Nicht so entspiegelt, sehe ich. Nein, hat, aber da wir ja ein Podcast sind, ist das ja völlig egal, was da wo spielt. Total. Ja, völlig egal. Total. Egal. Sollen wir das Lied nochmal hören, so für uns? So. Ja. Hä? Achtung. Mit Zuhörerschaft. Zuhörerschaft. Achtung. Oh. Das ist immer das Gleiche. Wie mache ich das, dass ich da schnell... Aha, warte, ich könnte da nochmal... Ah, Stopp kann ich machen. Und dann? Retour. Kann ich nicht, hä? Achtung. So good when you cut me open, taking my heart and make me heartbroken. It's a ghost town here up in my chest. I'm going into cardiac arrest. Hurts so good when you cut me open, taking my heart and make me heartbroken. It's a ghost town here up in my chest. I'm going into cardiac arrest. Hurts so good when me open, taking my heart and make me heartbroken. It's a ghost town here up in my chest. I'm going into cardiac arrest. Hurts so good when you cut me open, taking my heart and make me heartbroken. It's a ghost town here up in my chest. I'm going into cardiac arrest. Hurts so good when you cut me open, taking my heart and make me heartbroken. It's a ghost town here up in my chest. I'm going
going in to cardiac arrest. I felt so good when you cut me open, taking my heart and made me heartbroken. It's a ghost town here up in my chest. I'm going in to cardiac arrest. Hey, ich könnte stundenlang. Sie ist wirklich, sie ist ja noch ein Schnügel auch. Sie ist ein Schnügel. Er ja, gut, das gehört immer dazu, gell? Ja. Ja. Er nicht so. Er nicht so? Er ist nicht so ein Schnügel. Aber das ist etwas Cooles dran. Er ist jetzt nicht so, er ist jetzt nicht so quasi der David Beckham auf quasi a cappella. Ja, ich freue mich, dass auch normale Menschen. Die Positivity auch in der Musikwelt angekommen ist. Vor allem bei Männern. Bei Männern vor allem. Body, ja. Weil, also die Frauen haben das ja lange hinter sich, die können das. Aber wir sind ja eigentlich wüst. Und, was hast denn du aus Wasser? Mit was stoßen wir heute? Mit einem schönen. Schau ich auch, es hat zwar ein bisschen busy Farbe. Ja, das war. Meins ist aber leicht rötschlig. Oh, ein Rosé? Nein. Nein, erratisch nie. Nie, hä? Ein Sirup. Ich hasse Sirup. Nein, es ist ein spanischer Strawberry Gin. Oh, verrückter Stein. Mit Tonic. Genau. Hey, du hast einen richtigen Drink gemacht. Voll. Ein zwei Komponenten. Ja, Trink fehlt. Trink fehlt, ja gut. Ich bin dann beim 3,50 Franken Sauvignon Blanc mit dem, aber ja, okay. Du weißt. Nein, wir haben im Sommer, der ist ja mega gehypt worden, der Strawberry Gin, da in der hiesigen Girls-Kommune, Ladies-Kommune, und dann haben wir da so ein paar Flaschen mitgenommen. Und seitdem steht der im Kühlschrank. Ich trinke da wirklich nicht so viel härter Schnaps zuhause. Ja. Aber jetzt habe ich das Gefühl, komm, weil er nimmt ja auch einen Platz weg im Kühlschrank. Ja, weg damit. Ja. Irgendwann musst du mal dich langsam daran antasten, finde ich. Ja, ist sehr schön. Ah, von dir kommt der Strawberry. Mhm. Ja, sehr schön, dass der Sommerdrink 2023, oder? Ich meine, Negroni hat schon einen wahnsinnigen Aufstieg erlebt, nicht? Das war quasi der Aperol von 2023, nicht? Toll. Was der Aperol 2013? Ja, schon. Ja, aber der hebt sich lang. Er hebt sich gut. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Aber Negroni haut so richtig rein, oder? Vor allem, ich bin ja Fan vom Negroni Sbagliato, ja? Weil ich Gin ist eben nicht so fest meins und dann tun sie anstatt Gin tun sie eben einfach Brösi drin. Gar kein Gin? Nicht. Nein, nur Brösi? Nur Brösi. Also nein, Wermut, Campari, Brösi. Ja gut, alles so Likör-Scheisse, oder? Wir sind nie lustig. Nein, ja, gar nicht. Nicht? Nein, hör auf. Okay. Nein, es muss schon richtig wenn. In eine Moskau Mule, nenne ich dies in dem Fall. Ja. Nein, ich habe ja so, wir haben die weltbeste Bar im schönen Solothurn. Mhm. Auf alle Fälle der Türk, nicht? Und dort sind drei Menschen, Rahel, Howie und Marcel. Und die sind wirklich Weltklasse, weil die sind immer wieder auch an so Weltmeisterschaften und so. Und, im Trinkmixen. Im Trinkmixen, so richtig, ja. Und die haben eben einen Piratendrink mit Mezcal. Mm. Und aussen Mezcal. Und nachher noch Limetten und weiß ich was alles. Also schön fresh. Aber außen haben sie eben super Heuschrecken, Chili, Salz, wo es rundherum tun. Und dann nimmst du einen Schleck und dann einen Schluck. Ey, für den Sensoriker drehst du durch. Zu geil. Ja, aber dort hast du recht, oder? Das ist ja. Eben, was ist das? Tequila für die Armen. Ja, ist quasi ein Tequila, genau. Also so im Ursprungsland, oder? Ja. Ähnliche Bauweise. Ja, rauchig. Hure rauchig. Eben. Ich habe ja auch, gell, das weißt du gar nicht, aber ich habe auch neben diesen zwei, drei Sachen, die ich schon gemacht habe, bei einem Remoteurig in Zürich, Remoteurig, einen Barkurs gemacht. Ah. Natürlich einen Trinkmixkurs. Ja, ja. Mit Zertifikat. Genau, in dieser Cocktail Academy. Mhm. Super gewesen. Sehr geil. Super gewesen, genau. Sehr. Dort habe ich nachher Karriere hinter der Bar gestartet. Ah, nach dem? Mhm. Hast du gewusst, wie man die Limette mörsert? Voll. Das
Fischer, mit dem haben wir eigentlich mal zusammen geschafft. Ich glaube, wo wir für Schweppes etwas gemacht haben. Da haben wir zwar auch noch mit Münchner zusammen geschafft, aber mit ihm irgendwie auch. Oder ist das dann mit Best of Swiss Gastro? Ja, man weiß es nicht mehr. Schöne alte ja. Agenturzeit. Mhm. Was ich noch sagen will, lieber DJ Tiesto, falls du zuhörst, der Alfie Kästli, der das Lied vorher da getrailert hat mit seiner Freundin, der würde eben wahnsinnig geil finden, wenn du jetzt das remixen würdest, hat er gesagt, auf Instagram. Jetzt, falls du zuhörst, gell, Tiesto, oder falls jemand den Tiesto kennt, das ist der Shit, oder? Das wäre quasi so der Winter-Hit. Der Winter-Hit. Und den Alfie-Fans hure geil, wenn das würdest remixen. Weil, meine, die Akkorde sind schon fett. Ich habe es dann mal vom Klavier noch schnell rausgeholt, gell? Es ist ja E-Moll, C-Dur, A-Moll, C-Dur, D-Moll, E-Moll. Wieder? Und, Also jetzt auch nicht unbedingt. Wie immer. Nein, es ist kein Bach. Es ist keine Sonate, es ist nichts Schwieriges. Es ist einfach schön oben runter und dann wieder ein bisschen unten rauf, gell? Ja, das Volk aber kann mittrillen. Das sind ja nur irgendwie ein paar Takte, die wir jetzt da gehört haben, aber dort kommt dann noch etwas oder würden wir im Remix, dann das wäre eigentlich quasi wie so wie der Refrain und zwischen ihnen einfach... Ja, zwischen ihnen einfach so. Laut und fest und Drops und so halt und so. Genau. Ja. Sehr gut. Das führt mich gerade zum Thema 50 Jahre Hip-Hop. feiern wir ja gerade die Tag. Ja, verrückt, dass du wieder alles weißt. Ja. Und gestern auch noch eine kleine Sequenz aus einer Sendung gesehen mit dem DJ Tomek. Magst du dich erinnern an DJ Tomek? Ja. Da hat es ja schon auch ein paar grosse Nummern gegeben die letzten 50 Jahre. Oh ja. Und all für die, die wie ich wirklich so einen kleinen Hip-Hop-Jünger, Hip-Hop-Jüngerschaft arbeiten, schaut und hört euch doch mal noch ein paar Sachen an. Es gibt da wirklich einen ganzen Haufen Playlists. Auch ein paar coole Sendungen und das ist einfach geil, gell? Das flasht dich zurück, dann gerade schnell ein paar Jahrzehnte. Ja, und wirklich merkst schön, wie das aufgebaut worden ist und wer nachher dann plötzlich gekommen ist und schon geil. Ja. Schon geil. Tupac, kommt mir gerade wieder in den Sinn. Ja, selig. Ja, selig. Und, haben sie nicht gerade seinen Mörder gefunden? Oh, der. Ist das nicht er gewesen, gell? Im Busch, hinten links, ist auch nicht geschaut. Nicht hätte er schauen, dort hängt er, der Mörder. Nein, wirklich. Ich glaube, sie haben ihn jetzt gerade vor ein paar Tagen. Hey, das ist ja wieder... passend zum 50-Jahr-Jubiläum, komisch. Gell? Er lebt doch nicht mehr. Weiß man nicht. Es gibt ja immer noch die Inseln, wo durch den Jim Morrison, den Elvis und den Tupac glaub, abhängen, oder? Mit dem John Lennon. Eben, ja. Ich habe das Gefühl, nachher hat Elvis angerufen und gesagt, ja, der ist es gewesen. Ach ja. Schön wäre. Ja, schön wäre. Und, verreckt, ja. Aber meinst du, die kommen im Himmel also ein einen gesonderten Bereich? So ein VIP? Ja. Ich weiss nicht. Vielleicht wollte der Wolverli auch noch ein bisschen mitreden, weißt du? Und findet so ein bisschen, sind recht cool gewesen, weißt du? Das habe ich nie geschafft. So. Und vor allem muss man dann East Coast und West Coast auch ein bisschen trennen oben. Nicht, dass es dort weitergeht mit ewigen Lampereien. Lampereien, sehr schön. Ja, Public Enemy kommen da in den Sinn, habe ich auch mal live gesehen. Oh, schön, ja. Oh, schön, mit dem Glocky-Ding. Wie heisst der mit der Uhr? Weiß ich nicht. The Grandmaster's Flash, nein, ist nicht der gewesen. Ja. Das ist nicht der gewesen, der war aber auch sehr geil gewesen, ja. Ja. Das war geil, da sind ein paar Securities auf der Bühne und hast gedacht, so, ja, ui, wichtig, ja, gell, jetzt kommt der Public Enemy und so. Und dann fangen die aber zum Beat an bouncen. Weißt du? So schön. Ja, schön. Und dann hast du schon gewusst, oh yeah, yeah. Gehört zu der Show. Ja. Und dann sind sie dann irgendwann gekommen, piff, paff, puff. Und nachher muss man nachher Run DMC mit der ersten so ein bisschen Fusion von Hardrock und Hip-Hop. Hey. Auch ganz ein neuer Stil gewesen, den sie eingeführt haben. Hey, verrückt. Und dann reisen wir natürlich sofort gerade in die Schweiz zurück und sagen einmal Sans Unique. Ja, auch sehr geil. Es war übrigens der gleiche Abend. Das war Arrested Development, Public Enemy und Sans Unique. Oh, und auch der Schlagzeuger von Sans Unique. Fuck, ey. Hey, der hat wirklich, schnell was durch. Ja, der hat wirklich geschafft, glaube 10 Minuten Solo zu machen, wo du nicht gefunden hast. Ja, ist jetzt okay, wenn es langsam wieder ein bisschen Musik kommt. Hey, wirklich, du hast gedacht, hey, es gibt es gar nicht. So bassig und so dickfett. Es ist mein erstes Konzert, das soll grösser, also nicht in der Turnhalle im zweiten UG. Es war im Volkshaus, ein bisschen grösser. Ja.
Und zwar Snap. Oh, fuck. Hey, Snap. Und dazumal hat es ja noch keine Drum-Computers gegeben, sondern das hat man alles noch live eingespielt. Und darum hat es auf dem Turbo B, oder? Hat ich gesehen. Und dann hat es irgendwie 3 Schlagzeuge auf der Bühne gehabt. Mit 3 Schlagzeugen haben die umgekübelt dort. Wirklich grandios. Habe ich zumindest in Erinnerung, aber ich weiss, dort bin ich noch 1,50 gross gewesen und die Welt ist gross gewesen. Und von dem her, ja, weiss ich nicht, ob es heute noch so lesen wäre. So in Erinnerung ist schon geil. Oh Mann, ja, das erste Konzert, sehr schön. Ja, liebe Zuhörerschaft, was ist denn euer erstes Konzert gewesen? Es wäre natürlich noch geil, auch zu hören. Was war dein erstes Konzert? Oh, schöne, eigentlich so eine Social-Media-Frage, gell, wo wieder abgeht, viral. Meins ist das können wir dann vielleicht stellen. Können wir dann vielleicht ausschnittmässig gerade raus extrahieren und gerade stellen. Also sind wir Schlauchköpfe. Nein, Schlauchköpfe da. Ah, die zwei alten weißen Männer in der Bromance-Frequenz. Ja, wirklich genau. Selbstverliebt. Hey, super Idee. Hey, weißt du, was machen wir? Oder wie uns andere liebe Freunde liebevoll nennen, meine zwei Lieblingsquatschköpfe. Oder so. Oder so. Ja, ist doch gut. Hey, da stehe ich dazu. Hey, ich habe keine Ahnung, was sie erzählt haben, aber ich kann mega lachen. Tipptopp. Voll, aber das würde mich wirklich interessieren. Was war dein erstes Konzert gewesen? Und dann müssen wir aber auch vielleicht, wenn es InSync ist oder so, dann zählt es nicht mehr. Es muss ein bisschen früher gewesen sein, irgendwie. Also schon so ein gewisse... Schon ein bisschen früher. So ein Retro-Gefühl auslösen, oder? Ja. Ja, ich habe an meinem ersten Konzert war eben, weil ich für EF, die Sprachreise, so gut Affiliate gemacht habe, habe ich dann tatsächlich Tickets gewonnen für John Bon Jovi. Im letzten Grund. Eben. Ja. Bed of Roses, nein. Ja, schon, aber nein, Bed of Roses, Guns N' Roses. Ja. Nein. Nein, wie hat der andere geheißen? Sag, jetzt machen wir uns wieder eine steile Musikkammer. Ja. Gut, das ist jetzt aber auch nicht irgendwie, wie hat das geheißen von DRS3 da? Musik, irgendwas. Das sind wir auch nicht, haben wir auch nie gesagt. Wir sind eben gesagt. Authentisch, genau. Wirklich daneben. Und Namen sind ja schwierig bei uns. Ja. Namen erinnern wir uns nicht, aber über Gefühl können wir uns dann ganz tief und lang unterhalten. Ganz schön. Die zwei HSPs. Wir sind eben keine Musikdings. Und wie heisst der andere, wo auch noch malt heute? Nein, ich mag das. Hey, da der an der Gitarre. Der hat die Gitarre, genau. Der bin ich ja 2-3 Mal gewesen. Du, aber weißt du, was ich jetzt mal gesehen habe? Das war auch noch schön gewesen, auf Insta. Brian Adams. Brian Adams. Scorpions kommt mir gar noch in den Sinn, wenn wir schon bei der Gitarrenabteilung waren. Wind of Change, oder? Wind of Change, ja, genau. Kannst du mich wirklich. Ja, okay. Und dann schon, also Guns N' Roses ist schon gut gewesen. Und dann ist aber schon langsam so ein bisschen dein Ding gekommen, oder? Nirvana. Oh ja, schön. Und da eben, muss man eben sagen, habe ich eben gesehen, wie der Drummer von Nirvana Happy erzählt. Wie heisst er? Pharrell. Woher er zu Nevermind die Schlagzeug, also die Rhythmen hat. Was meinst du? Ja, nein, das glaubst du voll nicht. Weiß auch nicht, Regen, der aufs Dach aber prasselt hat. Ja, okay, circa. Alles nur Disco-Bands. Ehrlich? Nein, wirklich. Und er hat dann gesagt, Belly. Und dann haben sie die eingespielt. Und dann haben sie das wie so drüber geleitet, so ein bisschen und so. Und es ist krass. Der hat wirklich nur Disco-Shit genommen und einfach das quasi auf das krasse Grunge-Ding drüber geleitet. Krass. Ja, eindrücklich. Ja, der Pharrell hat wirklich auch das Maul offen gehabt. Wobei, ich habe im Fall zwischen denen dann noch irgendwann mal noch so ein bisschen eine Bob Marley-Phase gehabt. Ja. Oder einfach so ein bisschen Reggae-Phase. UB40. Ja, auch. Kurz, ja, aber, ja, dann schon der richtige Jamaican-Shit. Aber das ist schon bei UB40 schon ein bisschen, wie soll ich sagen? Ja, das ist jetzt auch White Trash-Reggae gewesen. Genau. Ja. Nein. Aha, aber so wirklich Hardcore-Reggae ist eben, das kannst also Reggaeton und so. Und wie das mit dem Town? Ja, das ist dann aber irgendwie nochmal, nein, da ist dann nochmal eine Dekade später erst so richtig populär geworden, oder? Ja, okay. Also wäre zuerst so ein bisschen wirklich der klassische, eben aus den Marley-Hosen entstandene easy Rhythmen. Ja. Genau, und dann höchstens noch, wir haben die mit den meterlangen Rastas geheissen, die zwei Dudes. Milli Vanilli. Auch.
Genau. Der Frank Farian ist das gewesen, oder? Ja, genau. Sehr schön. Und irgendwo hat sich der Dieter Bohlen noch irgendwie eine zweite Stimme gesungen. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, in der Flanellhose. Nein, ja. Wir sind wirklich das. Wie hat das geheißen? Wie hat das auf DRS3 geheißen? Das Musikding. DRS3, Musik. Musik, DRS3, weißt du ja, oder? Das hat doch irgendwie geheißen. Dami nochmal. Das ist doch die legendäre Musiksendung. Ach, fuck. Sounds. Also Sounds. Sounds. Oder dann gibt es noch den Black Music Special, glaube ich. Ah, ja, genau. Noch. Und dann, es gibt noch schon so zwei, drei richtiges Titel. Ja. Gut, anyway. Aber die sind rausgekommen. Aber das macht ja nichts. Voll. Ja, genau. Und dann irgendwann da der deutsche Reggae-Hip-Hop-Dude. Mit dem David Kaiser. Ja, klar, der. Hä? Die Prinzen? Hätte ja nicht geliebt. Au. Die sind auch wirklich, die ersten sind wirklich das Album mit, der Frösch, mit dem Frosch oder mit der Frösch. Das ist das Größte. Ja, schon. Ah ja, dann nachher irgendwann die Hosen natürlich. Ja, ja, Hosenzeit ja Ärzte, Hosen natürlich. Die fette Elke mit einer Mutter, die quasi so viel. Also, quasi so. Hier so, kommt Alex. Das Album. Die fette Elke, neulich habe ich sie bestiegen, ohne Sauerstoffgerät. Elke! Ja, so. Meine Mutter heisst ja eben auch Elke, ja. Früher. Und natürlich ist das Gegenteil gewesen eben von. Von aufsteigen, klar. Von draufsteigen lassen. Ja, okay. Hm. Ja. Aber nein, auf jeden Fall ist sie nicht so dick gewesen. Mhm. Ja, ist gecancelt worden, das Lied. Ah ja, dürfen wir nicht mehr heute. Dürfen wir nicht mehr? Nein, ich bin schon wahnsinnig. heute singen sie aber dafür Junge. Ja, aber da kann ich gerade eine schöne Anhängergeschichte erzählen. Wir sind ja letzte Woche bin ich in den Bergen gewesen. Und dann hat es dort jeweils am Samstag ist so, ich glaube im Zusammenhang wahrscheinlich mit dem vorgängigen Alpabzug, ist so eine Viehausstellung oder so die schönste Alva, heisst sie, glaube ich. Die schönste Kuh vom Tal, ja. Die dort prämiert und gesucht wird. Plus noch so ein bisschen Märter rundherum und so cool, oder? Ja. Und dann natürlich Judy Hudi, Geissen von die Musik. Und dort, wenn du mal die Texte zuhörst, ja. Und dort oben ist ja dann das Grossmütti bis zum kleinen Zweijährigen im Trachtenhemd sind alle dort. Ja. Und trotzdem haben die Texte, gell? Nicht jugendfrei? Also, nicht jugendfrei. Ui. Nein. Was weißt du noch? Hey, ich weiss keins mehr, weil, gell, cancelled. Vor dem Ohr. Ja. Immer. Also vor dem Ohr, ja. Beziehungsweise der Kaffee Lutz, der ist einfach auch effektiv. Nein, aber es ist eigentlich, es geht immer ums Gleiche, eigentlich, oder? Immer Bürste. Immer irgendein hübsches Girl, wo noch einen schönen Vorbau hat und ein kurzes Röckli und mit der kann man jetzt gut tanzen und so, immer. Vor jedem Lied. Und dann immer das Chörli, das schön singt. Jodlo! Jodlo, so. Vorbau. Ja, okay. Ah, fuck. Ey. Also das geht. Geht, ja. Schön. Ja, also es kommt ein bisschen auf quasi die Branche an, oder Zielgruppe. Genau. Ja, dann geht das. Ach Mann, hey, Alter. Wobei das Geilste ist eben wirklich, wenn dann, oder, da gibt es einen Experten dort, wo Kühe muss bewerten. Logischerweise besucht ja eine Königin. Und sein Fachjargon ist das Geilste. Oder? Dann laufen zuerst all die pro... wie haben sie das genannt? Pro... Helvetia. Ich weiß es nicht mehr, der Fachjargon, aber es ist quasi pro Gruppe. Das ist immer so, gibt es verschiedene Gruppierungen, Kategorien, wo dann die Kühe drin laufen. Auf jeden Fall laufen dann die einmal ums Kreisel herum, der schaut es an, von hinten, von vorne, das Hüterli, wie ist es angemacht, der Rücken, wie gerade ist er, die Beine hinten, wie läuft sie und so weiter. Und nachher, das klingt jetzt alles verständlich, aber dann sagt er das in seinem Fachjargon. Tut er quasi dann sagen, ja, jetzt habe ich Königin gekürt oder Gewinnerin gekürt von dieser Kategorie. Das ist die und dann fängt er an zu erzählen, warum. Hey, das Geilste. Also wirklich, das ist wie wenn ein Automech über einen Motor erzählt, wo du auch keinen Bahnhof verstehst, aber es tönt mega geil. Oder so tönt das dann. Wirklich lustig. Oh fuck, ja. Okay. Erzähl ein Video mitnehmen. Schon, hä? Mhm.
Da fällt kann ich empfehlen. So, von wegen Party, von wegen Fachsprache. Da gibt es in Österreich gibt's, eine, die nennt sich Billy Steirisch. Nicht? Wie die. Genau. Ja, schon ein bisschen länger gegangen, sorry. Ja, Billy Steirisch. Genau. Und die macht etwas, was wirklich abgeht. Und zwar, wenn Tierdokus auf Steirisch wären. Hey, ich sag dir's. Einspielen. Warte, schau, da ist gerade das 3 zoberst. Warte schnell. Das Chamäleon. Es reißt die Gauschen auf, wenn sie bei Lokeln will, sich der Schlatzka. Und dann kommt unser Forscher-Expert, der Säbel. Und Säbel hat es ein bisschen beim Mundbiss. Da oben gewischt, Dreck. Heischreck sitzt in der Wiesnische Gestalt. Schädel angemacht. Den Heischreck frisst er wie ein Schweinsbrot und dann. Auf einmal hat es gnädig, auf sein Territorium rennt der Schorsch. Und beißt ihm in den Arsch. Wenn Tierdokus abstreitisch werden, das kann. Ja. Ehrlicherweise habe ich nicht viel verstanden, aber es tönt recht schön. Nein, ist wirklich. Also weißt du, wenn wir mich jammern, von wegen irgendwie St. Galler ist oder so, tönt komisch. Also ja, das wäre dann quasi der Sexappeal von Steirisch. Steirisch. Jo. Du verstehst das schön. Alles. Alles? Ja. Aber du kommst ja nicht aus dem steirischen Ecken, oder? Mal natürlich. Ah doch? Ja, ah, okay. No, wie der Arni. Weißt du, Arni. Kenne ich, oder? Arni! Wir sind alle ein bisschen Arni. Schon okay. Ja, das wäre ein guter Slogan für dein Business. Für meine nächste Wahl als Österreicher, ja. In Schweizer National, also im Bundesrat. Kann man da direkt eigentlich? Ich würde mich gerne direkt hineinwählen lassen. Ja, kannst du immer direkt. Komm direkt, da, direkt sind Demokratie. Alle, sind alle wählbar. Hey, einerseits würde ich gerne noch sagen, wo bist du in der Ferien gewesen? Weil wir müssen natürlich Werbung machen für schöne Schweizer Orte. Wo bist du denn gewesen? In den Bergen? Ich bin gewesen in Flims-Lachs. Flims-Lachs. Also eher in Lachs-Flims. Genau. Sehr schön. An dem schönen See habe ich gesehen. Weißt, auch schön, ja. Welcher genau. Ist denn am schönen Gaumersee. He? Ja, sehr schön. Gut. Ja. Und nein, kann ich sehr, sehr empfehlen, weil gut, wir haben eine Traumwoche verwischt, muss man auch noch sagen. Wir sind mit einer Kollegenfamilie gegangen, die auch wunderbar gepasst hat irgendwie zu uns und wir hoffentlich auch zu ihnen. Und das war sehr entspannt gewesen. Also es geht, nein, entspannt war es eben nicht gewesen, weil wir haben recht, recht Activity gewesen. Also weißt du, jeden Tag Vollprogramm, morgen auf, ja. Und dann eben entweder laufen, wandern, Seilpark, Jump, Freestyle Academy, Pumptrack, Velo fahren und so weiter, alles, was man dort oben halt machen kann. Und wir sind nur 5 Tage gewesen, ja. Und haben aber ich glaube, die Hälfte von dem, nur schon dem gemacht, wo einem so ein bisschen angeboten wird. Weißt du, ja. Kannst ja nachher wandern und biken und trailen, kannst du ja immer. Ja. Aber nur schon das Programm, nein, das bringst du gar nicht durch. Das ist ziemlich. Nein, dann musst du eben 3 Wochen Ferien nehmen. Action. Mhm. Sehr schön. Dann habe ich noch wieder sagen, wegen der Politik noch schnell, wir müssen noch schnell Wahlkampf machen. Oh, schön. Ja, sehr schön. Wer müssen wir alles wählen? Also eigentlich nur jemand. Also mich. Bist du auch irgendwie, was weißt, bist du auch Wahlkampf jetzt? Ja, ja. Liste 6H, gell? Zweite Position. Kann man nehmen. Stockerplatz. Ja, gratulieren. Ja. Gerne. Und ja, ist am besten immer gerade die Liste, Mucciala-Liste. Ja. Genau. Kann man sich merken, Mucciala-Liste. Ich glaube, die einzige Ortsliste, die es gibt in dem ganzen Büchli. Aber natürlich bedingt, dass man im Kanton Aargau wohnt. Ah, doch, he? So ist es dann doch. Ja, wir können unsere Walliser Community quasi das praktisch floaten lassen. Also fluten lassen. Fluten lassen. Ja, nicht, genau. Nein, verdammt. Also, liebe Walliser, sorry. Oder natürlich unsere smarte, junge und aufstrebende Richter. Politking, der Luke Huber.ch. Ja. Genau, den kann man gerne anstreichen und vor allem sonst zweimal gerade auf die Liste tun. Hilft noch. Schön. Lucky. Mhm. Hat er denn so ein Kampagnenlied? Lucky? Lucky, quasi?
Nicht? Nein, das machen wir nächstes Jahr. Okay. Das machen wir in 4 Jahren. Okay, aber er hat doch irgendetwas mit seinem Namen? Der Luke? Ja. Ah ja, haben wir natürlich. Das war aber bei den Grossratswahlen. Ja, das ist schon vorbei. Genau, haben wir Luke auch da. Luke auch da, wegen. Nein, falls jetzt jemand noch auf den Schlussspurt... genau, falls jetzt jemand für die nächste Wahl noch ein paar Sprüche bräuchte. Also wir wären wieder, der Bromance wäre eigentlich wieder an, oder? Wie haben wir unsere, haben wir nicht mal eine Agentur gegründet, mir zu meinen? So im Podcast, spontan. Eine Politagentur. Ja, genau. Ja, jetzt sind wir natürlich ein bisschen älter. Jetzt machen wir nichts mehr da für Kommerz, jetzt machen wir nur noch wirklich... Nur noch Politik, genau. Ja. Die wichtigen Sachen. Herzensangelegenheit nennt man das. Mukunft, hätte ich geheißen. Mukunft. Nein, Mukunft ist Mucella, genau. Ja, das ist Lukunft. Ah, Lukunft, genau. Lukunft. Ja, jetzt. Lukunft, jetzt mal Lukunft. Ja, jetzt ist aber nächster Halt Zukunft. Ja. Und für alle die nicht ganz sicher sind, im Aargau wohnen und noch einen kleinen Informationsgap haben, die können auf lukhuber.ch. Und dort sehen wir den smarten jungen Guy. Und auch für was er steht, weil er hilft ja noch. Und dann ab auf den Zettel. Und wichtig, auch wenn ihr das nicht macht, aber wichtig wäre, und das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit und ein Herzensanliegen, liebe Leute draußen, wählt einfach. Das wäre wichtig. Nicht einfach nicht gehen, sagen, nützt ihr eh nichts, die machen eh was Schand. Da haben ihr recht. Aber... Wir können es mal versuchen und den Zettel ausfüllen und abgeben. Da wäre ich euch sehr, 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 sehr verbunden. Und es ist im Fall auch noch ein geiles Gefühl, wenn man dann den huren Fötzel irgendwann ausgefüllt hat und in den Briefkasten nie geschmissen. Dann denkt man so, krass, ich wohne in einem Land, wo ich direkt Einfluss nehmen kann. Das ist schon crazy, oder? Kenne ich als Österreicher nicht, wir haben den Kaiser. Genau. Ja. Wie heisst er? Franzl. Ich bin Kaiser. Genau, ja, also von dem her, ja, das ist wirklich ein schönes Gefühl. Und das hat auch schon der Obama schon gesagt, es sei gut. Oh! Oder? Jetzt kommen wir übrigens gerade etwas in den Sinn. Wer spielt Ich bin Kaiser? Wie heisst der? Ja, der Kabarettist. Ja, komm, ja, ich komme genau. Nicht mich quälen jetzt mit noch Namen heute. Nein, aber am Dienstag jeweils kommt auf dem vermutlich Österreicher, kommt so eine Serie. Oder? Ja. Und dort spielt er auch mit. Und hey, es ist so lustig, dass ich am letzten Dienstag, und es sind, glaube ich, immer nicht mehr 2 Folgen am Dienstag, dass ich die reingezogen habe und merke jetzt gerade, dass ich das heute wieder verkacke, weil wir nämlich da am Aufnehmen sind und ich gar nicht schauen. Fürchterlich. Replay. ORF, AT, müssen wir natürlich sofort schauen. Ja, schauen wir schnell. Ich bin wirklich fast verreckt. Wirklich ganz eine lustige Serie. Mal etwas, das nicht aus der Netflix-Küche kommt und auch nicht aus dem grossen Hollywood. Genau, also man darf durchaus einmal eine Serie schauen, die da aus dem Steirerland direkt... Ja, aber jetzt, gell, also... Findest du gar nichts? Nein. Das ist gerade schwierig. Es wäre ja jetzt, oder? Jetzt. Ja. Oder vielleicht ist es am Ende gewesen, dann wäre es gestern schon gewesen. Das hilft natürlich nicht. Unschärfen helfen nicht. Ja, du. Okay. Ein Jahr Fernsehen. Krass. Ich habe übrigens den geschaut, auf Empfehlung von meiner Frau. Beckham. Ui. Oh. Und? Gut? Ja. Ihre Würde. Ja. Und sag schnell so, was sind Top 3 Moment bei dem. In dem ist es ein Doku oder ist es ein Film? Nein, ist Doku. Doku. Nein, ist Doku. Und er ist so schön gealtert. Sie auch. Gut, sie versucht das mit dem Junghalten noch ein bisschen, aber er nicht. Nein, cool. Also einfach, ja, halt einfach all seine krassen Momente von Wechsel oder von Aufstieg oder von das Goal hat das Leben verändert. Tatsächlich, ja, haben sie gut aufgebaut. Krass. Ja, ist krass. Und dann also kann man empfehlen, ist auch eine Netflix-Serie, glaube ich. Ja, Netflix. 4 Episoden. Und dann habe ich noch den Film geschaut, Race to Summit. Ja. Und zwar vom Uli Steck und vom Danny Arnold. Wie die auf den Berg aufsäckeln. Das habe ich dann auch noch gerade geschaut, das Doku. Das ist auch noch crazy.
Und wie so? Ja, weil es ja schon immer bei ihnen so ist, wenn sie quasi sich leicht vergreifen, eigentlich tot sind. Aber trotzdem wollen sie schnell sein. Ja. Und wie man das gechillt macht und so, und der Uli Steck hat sie dann doch verstrichen am Himalaya. Aber da kommt auch einig, gell? Ja, eben, ist auch. Also ist aber ein Film. Das ist schon die. Das ist schon die und das ist aber der Film. Ist keine Serie. Da muss man schnell ein bisschen 1,5 Stunden durchheben. Aber ja, ist gut. Die Sendung, die ich vorher schnell angetönt habe, die kommt tatsächlich jeden Montag. Ja. Gell? Ja. 2015, die erste Folge, 2021.07 die zweite. Und es heisst Walking on Sunshine. Genau. Kann man schauen, muss man nicht, aber kann man. Ja. Und ist sehr unterhaltsam. Sehr geil. Walking on Sunshine, Österreicher, Montagabend. Genau, am Handy ist mir ja noch so ein bisschen offen für etwas Neues zu spüren. Habe ich mal gehört. Ja, sehr schön. Neue Woche, neues Fernsehprogramm. sehr schön. Du, es ist wieder Zeit für. Es ist wieder Zeit, hat der Seven gesagt in meiner Lieblingssendung. Übrigens, geht weiter. Sing mir einen Song, genau. Das Schweizer Tauschkonzert, oder? Macht der Dodo, genau. Dodo macht weiter. Ja, ich weiss gar noch nicht, aber ich glaube, ich finde es noch gut. Ich habe so ein bisschen, gell, Jan, nimmst du mir nicht übel. Ich finde es 3-mal super gemacht, oder 4-mal, oder 5-mal, oder 7-mal. Aber ich glaube, jetzt ist es gut, wenn es mal jemand anderes macht. Ja, ich frage mich, ob es echt so warmherzig dann doch ist. Ja, mal schauen, er ist wieder der andere ähnlich auf der coolen Abteilung, oder? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, der ist im Fall schon noch tief. Der ist deep. Ich glaube, der ist schon noch deep. Ja. Gut, dann hat ja Christine hat uns wieder eine wunderbare Frage geschickt. Sie hat natürlich auch eine Anleitung geschickt und gesagt, ihr müsst es vorher hören, bevor wir es live einspielen. Haben wir natürlich beide gemacht. Nicht? Sie hat geschrieben, nicht. Ah, nicht. Sie hat geschrieben, nicht. Ah. Hast du mir geschrieben? Ah, stimmt. Genau, darum habe ich es auch nicht gehört. Ich bin total jetzt, du auch. Ich auch. So, bist du ready? Yes. Yes. Hoi zusammen. Hier ist meine nächste Frage für euch. Ich vermisse eure Rants. Wenn es also möglich wäre, mal jetzt so richtig zu ranten, worauf würdet ihr jeweils gerne einen Rant loslassen? Ich freue mich drauf. Nein, ich bin so in love mit allem. Genau. Ja. Ich auch. Ich meine, ich kann nicht 3 Wochen Bäume umarmen und nachher anfangen ranten auf Kommando. Nein. Das geht nicht. Wobei, die scheiß Bäume gehen wir auch so. Wieso haben die immer Nadeln? Ja, Sticht, wenn ich dort durchgehe. Sticht mega. Sticht mega. Harz auch noch. Harz, ja, der Klebe noch. Scheiss umarmen. Ja, nein, ist echt. Ja, das finde ich lustig. Warum haben wir das nicht vorher hören? Weil, wegen dem Überlegen, auf was man dann ranten könnte. Ja. Ja. Nein, ich finde wirklich... Hey, look, ganz ehrlich, gibt es ja im Moment gerade, ich finde es ein super Stichwort, weil, obwohl ich da jetzt gerade nicht politisch die Tiefe gehe. Sehr schön, ja. Ich habe gedacht, wer macht es heute, ja? Aber ja, Paddy, super, hast du gut reguliert. So, ja. Auf welche Seite möchtest du denn? Links, rechts? Nein, eben gar nicht. Pro. Ich glaube, es gibt auf der Welt gerade recht viel zu ranten und es wird gerade recht viel gerantet. Und ich frage mich ein bisschen, und das geht mir ein bisschen auf den Sack, es ist aus meiner Sicht recht undifferenziert. Also man macht sich wenig Mühe, um vielleicht so ein bisschen sich einzulesen, ein bisschen Hintergrundinformationen zusammenzusammeln, verschiedene Meinungen auf verschiedenen Standpunkten sich anzulösen, um nachher irgendwie ein bisschen Meinung zu bilden. Und das haben wir eigentlich haben wir das Thema letztes Mal schon abgehandelt mit der Empörungsgesellschaft. Ja, haben wir kurz gehabt, stimmt. Ja. Haben wir kurz gehabt, gell? Ja. Und da ist es wieder das Gleiche, oder? Ich glaube, es passieren so viele schlimme Sachen gerade auf dieser Welt. Beziehungsweise, nein, es passieren immer schlimme Sachen auf der Welt und jetzt lesen wir gerade wieder von 2-3 Sachen. Weil, da muss man auch sagen, und auch das geht mir auf den Sack, ist, es passieren schon Jahrzehnte ganz schlimme Sachen, von denen liest man wenig. Oder man hat am Anfang gelesen und irgendwann ist es so ein bisschen im Vakuum verschwunden, leider. Mhm. Aber man kann und sollte nicht immer gerade drauf losrenten. Nicht? Wenn man vor allem, jemand anderes hat mal gesagt, wenn man nichts zu sagen hat, Fresse halten. Das finde ich eigentlich schon einen guten Leitsatz.
Grundsätzlich. Habe ich schon gesagt, Drecksmedien. Drecksmedien. Ach, Mann. Wir sind auch eins, gell? Aufpassen, du, aufpassen. Das ist ein eigener Rant. Ehrlich, sind wir ein Medium? Ja, wir sind auf einem. Ja, also ich bin wirklich. Es geht mir wirklich um die Worte. Und ich möchte wirklich, also dass die Menschen durch das, was mir ja erzählen, oder, dass sie der Wahrheit näher kommen, dass man wirklich ganz objektiv berichtet. Ja, richtig. Machen wir aber auch. Mann, nein. Ja, ich komme aus einer Zeit von recht vielen Konzepten und ich muss sagen, alles ist Konzept und wenn du dort mal angelangt bist, ist es im Fall recht schwierig, dass du noch irgendetwas mehr hast, weil es ist alles nur ein Konstrukt und ein Konzept und es ist eigentlich nichts mehr real. Was, wenn alles anders ist? Mhm. Dann ist eben Matrix oder Inception. Ja, zurückgedreht. Ja, weiss ich, keine Ahnung. Hey, wirklich. Mir ist es manchmal sogar so zu blöd, mich aufzuregen. Ich bin ein bisschen dort hergekommen. Ich mag gar nicht. Ich mag jetzt gar nicht Pro und Contra. Weil wenn ich mir jetzt gerade anschaue, zum Beispiel das, was jetzt gerade schlimm ist, oder, dann finde ich, oh ja, nein, das ist wirklich nicht fair. Dann schaust du mal zum Beispiel irgendwelche Statistiken an und merkst so, aha, aber die anderen haben viel mehr geblüht. Nachher so, aha, aber sind die echt? Ja, okay, aber dann wieder zum anderen. Und ich weiss gar nicht, warum ich mich mit dem eigentlich soll beschäftigen und aufhalten. Weil ich kann ja eigentlich nichts gerade machen. Spenden kann ich. Gut, ja, kann ich, weil das ist ja quasi wie von links nach rechts schiebt man das dann und dann ist wieder gut und dann mache ich auch wieder nichts. Und die Frage ist ja so ein bisschen, wie gehe ich mit dem wirklich um? Weil das Problem ist zum Beispiel jetzt die andere Abteilung, Krieg, wo dort drin ist, dem gehen langsam Geschichten aus. Mhm. Ja, also quasi der Gross ist, hat eigentlich mit aushöckeln hat es geschafft, dass quasi, du ja, weißt du, das wird sich jetzt einmal beruhigen mit dem Pro, leg es in ihren Arm, David Goliath, und dann warte ich. Und dann nachher gehen die Geschichten aus und dann klopfe ich nochmal drauf. Ja, weil ich es kann. Und das fällt ja alles so viel früher und anders an, und es ist so komplex und weiss ich was alles. Und ich muss mir sagen, okay. Was man könnte, ist quasi mit den Menschen, die gerade nicht mehr so Lust haben, dort sein, mit denen können wir vielleicht etwas beitragen. Aber ich finde es wirklich so ein bisschen, was soll ich jetzt, für wer soll ich sein? Es gibt immer so viele Seiten und nein, es gibt nicht nur eine und nein, ich habe keine Lust, nur ein Ding zu sehen. Und was aber heute, sorry, ich komm zum Punkt schnell, auch auf meinen Post wegen der Selbstwahrnehmung, wieder mal der Herr Dr. Dr. Med, Markus Riedl, mein lieber tiefer Psychologe, gesagt hat, eigentlich geht es ja um Zugehörigkeit. Also ich wäre ja gern Teil von etwas. So. Mhm. Und dummerweise haben wir jetzt aus dem Individualismus, wo wir gerade herkommen, den Drall, dass ich gern zu etwas gehöre, wo ich dann gegen etwas anderes kann sein. Mhm. Wenn ich jetzt nicht mehr dazugehören könnte, wo ich gar nicht gegen etwas anderes muss sein, wäre ja das gar nicht das Problem. Aber mit dieser Querdenkerei, ja, ist super, dass es jetzt nur mehr ich und die anderen gibt. Und manchmal bin ich auch verleitet. Ja, aber vor allem ich. Ja, aber der gemeinsame Feind vereint ja seit immer. Ja, aber es sind ja, weißt du, inhaltlich, wenn dann so ein bisschen würdest du so ein bisschen aufschreiben, was denn die Argumentationskette ist, dann merkst du, dass es eben trotzdem sehr viel nur ich ist, weil die differenziert sehr viel. Man tut einfach ganz viele Themen in einen Topf hin und sagt, hey, ja genau, du gehörst auch noch zu mir und du bist eigentlich auch noch bei mir und lass uns gemeinsam gegen den Endgegner, oder? Genau, den Endgegner. Oh Mann, ey. Aber ja, ich finde auch, und ich habe bis jetzt nur ein irgendwie noch für mich schlüssige zu dem grossen Goliath-David-Thema gehört, wo irgendwie auch gefunden hat, hey, look, es geht nicht darum jetzt, also gell, inhaltlich auch nicht die letzten 48 Stunden, sondern einfach grundsätzlich, es geht nicht darum, Entschuldigung zu finden, sondern es geht darum, den ewigen Kreis irgendwann aufzubrechen. Weil ja, es dreht sich. Und einmal ist die Kugel in der Sonne gestanden. Also weißt du, es dreht sich, wie einmal ist der im Fokus gestanden und hat Böses da und einmal ist der andere gewesen. Und das seit immer. Ja, bald
Ja, aber es hat eine schöne Ausstellung in Zürich im Landesmuseum zum Thema Sündenbock. Mhm. Dass das wirklich ein Phänomen ist, das die Gesellschaft braucht, um sich also quasi wieder erneuern. Sonst ist sie stuck. Ja, es braucht irgendwann, dass man sagen kann, da, die. Ja? Ja. Und dann löst sich quasi das Vakuum und es tut sich wieder renewen und dann kann sich die Gesellschaft wieder wie entspannen. Abgefahren. Also das ist ein System, das schon, also ja, wo scheinbar System hat. Ich will intellektuell ja, und ich versuche eben auch irgendwie nicht, eben, du hast es vorher richtig gesagt, wir haben am Schluss vom Tag sind wir halt heute globalisiert unterwegs, auch medientechnisch, und ich kann mich auch nicht, und das ist im Fall wirklich auch so, ich meine, es geht mir nicht gut gerade. Ich spüre, dass auf der Welt Verschiedenes verkackt wird gerade. Das spüre ich, obwohl ich jetzt nicht der bin, der mich da stundenlang durch die News durchliest und da so eine gewisse Sensationsgeilheit hat, gar nicht. Im Gegenteil, ich mache es wie du, ich schalte auch all das Shit ab und trotzdem spüre ich es. Es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Und das kackt mich an, aber was nicht hilft, ist, wenn ich jetzt noch irgendwie anfange, auch noch rumranten. Und auch noch irgendwie... Spannend, sondern, ja. Aber ich finde es spannend, weil ich meine, sorry, das ist der Kern von unserer Sendung, gefühlt von Nummer 1 bis Nummer 73, oder? Was ist denn passiert, oder? Was macht denn, weil ich merke das, mir ist das wichtig gewesen und ich habe gerne gerantet und ich habe jetzt gerade wieder ein Gespräch gehabt über das ist weg von. Und da gehört der Rant ja her. Also das ist scheiße, oder? Also dann ist ja etwas schlecht, da will man ja weg. Und wie anstrengend ich es empfinde hinzu. Also deswegen eben, die Nein-Sager-Parteien, die haben es super easy, das ist ein gechillter Job, wirklich da rufst du einfach rein. Ja. Und dann aber quasi, wenn du musst entwickeln, was aber schon, und dann all die Komplexitäten mit einbeziehen und connecting the dots, bla bla bla, dann wird es ja huren anstrengend, das ist ja eine richtige Arbeit, oder? Und das kenne ich aus der Pionierarbeit, wo ich ja einfach, ich meine, da bin ich ja quasi daheim. Also wie sieht denn das Neue aus, oder? Und dann kommt ja immer wieder gerade einer, der sagt, ja, gut. Und das ist nie anstrengend. Und warum aber hat denn das nicht mehr gleich viel, warum habe ich jetzt nicht mehr so viel Lust? Weil ich habe jetzt nicht irgendwie viel mehr meditiert als sonst. Gut. Könnte jetzt nicht geltend machen. Nein, aber vielleicht merkst du auch, dass das weg von... und ja, ich glaube, es ist easy und trotzdem glaube ich, dass das nicht, weißt, an lösungsorientiertem Denken und auch Arbeiten, dass das auch keine Energie bringt. Weil das andere nimmt er zwar vielleicht keine Energie, das Nein sagen, weil es ist eine easy Geschichte, sagen fuck off und weg bist. Aber es nichts machen und auch keine Lösung präsentieren, ist ja, gibt er auch null Energie. Also weißt du, es nimmt er nichts, gibt er aber auch nichts. Ja, Moment, du sagst Nein. Dann sagen ganz viele Leute, ja super, das gibt eben schon etwas. Und weil das so einfach ist, ist der Circle, oder? Ist so einfach. Du sagst Nein und dann hast du eben die paar, die dann applaudieren und dann findest du geil und dann hast du die Zugehörigkeits quasi Nährung. Ja? Und dann wirst du süchtig nach dem. Ja, ja. Ja, ja, voll. Also ich glaube, das kennen wir auch, da dürfen wir ehrlich sein. Ich glaube, haben wir alle auch schon erlebt. Und trotzdem ist irgendwie, weißt du, das ist ja dann nicht nur das Nein sagen und das Weg von. Weil Weg von ist ja auch so ein bisschen das Lösen von Nein finde ich scheiße und gar nicht. Ja. Das heisst aber noch nicht, dass ich es sage. Sondern das kann ich ja auch für mich entscheiden und sagen, nein, gefällt mir nicht, gar nicht. Weil tut mir besser, ist auch ein Weg von, glaube ich, oder? Oder ich rante, das ist nicht, schon nicht das Gleiche. Nein. Weil die ranten, sind ja gleich relativ nah dran, die sind nicht unbedingt weg. Die sind immer dran dort. Ja, sie sagen einfach immer Nein und sind trotzdem dort. Naja, also sie sind ja vor allem noch, sie kleben noch am Thema, oder? Sie werden sie eben nicht los. Sondern mit jedem Rant erneuern sie quasi ihre Klebrigkeit. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine Abwandlung vom Hinzu, aber es ist vielleicht auch ein Hinzu einfach mit einem Nein. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Aber so ein bisschen mit einfach gegen alles. Und trotzdem dort sein. Also weißt, das ist ja schön, aber hinzu durch ein Nein. Ich finde ja auch sehr schön, Nein ist ein ganzer Satz. Mag ich auch sehr. Ja. Finde ich aber auch sehr schön.
Vor allem, wenn man ja manchmal, wenn man Nein, also wir tun das ja nicht so einfach mit dem Nein. Das ist ja noch komisch eigentlich, oder? Also einerseits, weg von, sagen wir Nein, also scheiss dran, granted irgendwie drüber, ist easy. Gleichzeitig sagen wir, ja, aber Nein sagen ist gar nicht so einfach. Also ist Ja sagen einfach. Was ist jetzt? Was gilt? Nein, genau. Kommt schon nicht mehr raus. Okay. Nein. Ja. Ewige Ja-Sänger. Ja. Abnicker. Nein, ja. Wirklich. Mega einfach. Immer das Gleiche sagen, was der Chef sagt. Krass, ja, ist auch einfach. Ja. Ja, ist auch einfach. Also wie ist es? Also jetzt bin ich aber... Ich rant über hinzu und weg von einfach eine Scheiss-Theorie da. Und ja, genau. So. Aber hast du wirklich etwas, jetzt mal schnell, wo dich irgendwie annähernd ein bisschen geärgert hat? Jetzt diese Woche? Ja, komm. Lust und Frust von der Woche. So. Ja, immer wieder ein schönes... irgendwann. Dann machen wir noch ein Glöckchen rein. Ja, ein Glöckchen. Ich habe gerade... ja, okay. Ja. Hey, nein, nicht einmal so viel. Es geht mir ehrlicherweise ein bisschen auf den Sack, dass in der Schweiz alle Strassen während dem Tag umgebaut werden und ich immer ewig muss anstehen. Das macht es in Amerika wirklich besser, oder? Die bauen wirklich ja. Nacht. Das ist ja, viel besser. Macht es besser. Ja, in New York ist das super. Da wirklich, kannst du in welchem Hotel auch bist, du hörst immer, dass irgendwo jemand eine Strasse repariert. Und spricht jetzt vielleicht nicht gerade dafür, dass ich nicht so viel mit der ÖV fahre, weil dort wäre das weniger. Aber auch dort, liebe Freunde, habe ich am Samstag bin in den Hockeymatch geschaut und mit dem Zug gegangen. Und auch dort sind es gerade dann, wenn ich mal auf den Zug, haben sie natürlich Gleise umgebaut. Und dann habe ich müssen auf den Bus. Und auch das geht ja, alles easy. Also, gell, First World Problems. First World Problems. Ja, muss man sagen. Ja, ja im Sinne von, ja. Ich kann auch schon mal jetzt 3 Minuten anstehen bei der Migros oder Kasse. So. Genau. Aber gehe ich nicht mehr. Bist du eigentlich eine Kategorie, da könnte man wieder ein schönes Ding. Wo gehörst denn du dazu? Zu denen, die an die Kasse gehen oder zu den Self-Checkout? Ja, Self-Checkout. Es gibt natürlich noch mehr. Es gibt noch Subito, wo du gerade direkt übers Handy, dann musst du nicht einmal zu der Self-Checkout-Kasse, dann kannst du gerade direkt wieder rauslaufen. Das ist noch die dritte Kategorie. Oh, da bin ich eben noch nicht. Das würde ich eben noch gerne glauben. Ja, ich glaube, das wäre deins. Ja, aber ich habe eben noch nicht geschafft, die Karte hinterlegen, die ich will. Ah, da muss ich mal noch schnell durch. Aber ja, gell, das habe ich gelesen, Subito ist etwas. Aber ich bin nicht rausgekommen. Weißt du, ich bin nicht rausgekommen. Zu viel, nicht. Viel Text, immer so kompliziert. Oh, da könnte ich eigentlich ranten, du Hund, du. Ja, ja, komm, wir tun persönlich ranten. Ja, das ist schön, ja. Du scheissest mich so an. Mit diesen langen Text und ich sage das nächste Mal, wenn ich dich sehe, dann zwing dich, dass der Text liest. Und zwar laut liest ich mir mir liest ich mindestens 5 Posts von mir vor am Stück. So. Hey, aber jetzt mal ehrlich. Immer? Nein, meine ich wirklich ernst. Ja. Meine, am Schluss vom Tag, wenn doch wirklich, ich kann nicht, weißt du, ich komme wirklich so einen Klumpen im Bauch über, wenn ein Text, Gern eine Mail vor allem, wenn es ein interessanter Text ist, ist es etwas anderes. Ja, eben, wir sind alle interessant. Dann hänge ich nach 3 Abschnitten spätestens ab. Ich sage jetzt mal 1200 Zeichen. Ja. Nachher ist aber erledigt. Ja. Weil aber ich habe keine Zeit, meine lieben Freunde, aus. Ich, meine Damen und Herren, ich habe keine Zeit. Ja. Gut, ich wollte dir eigentlich gar nicht schreiben, ich wollte dir nur, dass du buchst, eigentlich. Deswegen, dann schreibst du gerade zu oberst. Jetzt buchen. Buchen jetzt. Buchen. Ja. Immer Call to Action kommt zuerst. Genau. Ich könnte mal so eine Reverse Call to Action Week machen. Immer schön als erstes. Jetzt buchen. Gut, ich kann gar nicht anders. Ist immer jetzt buchen. Ja. Ja. Eben, eigentlich der Text kostet eh schmieren. Ja, wirklich. Was kann mich ja buchen. Ja, genau. Mach mal, probier mal. Oh, schön, mach ich. Morgen. Und wehe, wenn du dort Buchungen hast, dann komme ich Provision über. Gell? Als Berater. Berater, ja. Regt mich auch gerade so auf. Immer machen sie gerade die Hand hol. Immer. Nichts erfunden, aber immer gerade. Nur diese. Ja. Gut. Wäre es erfunden? Ja. Ja, nein, sonst gibt es im Fall tatsächlich, ich glaube auch. Wirklich, ich würde mich im Fall echt ein bisschen, also gell, wir rantet ja jeden Tag über Kleinigkeiten, aber über Grösseres da bei uns in der Schweiz im Moment um zu renten, wirklich da, ganz ehrlich, würde ich mich ein bisschen schämen.
Weil wir haben fuck nochmal nichts zu renten. Wirklich nicht. Und ja, das ist jetzt auch gerade, doch auch in der Schweiz gibt es Leute, die durchaus in Situationen sind, wo es ein bisschen gegen irgendwas können renten können. Das ist okay. Aber gerade ich habe wirklich, will mich wie schämen. Genügt, hä? Es gibt wirklich nichts Grösses. Es gibt kleine Geschichten, aber ich glaube auch, das tut manchmal, gell, manchmal ein bisschen über etwas herziehen oder etwas renten gehört irgendwie auch zum Sozialleben. Zum menschlichen Dasein. Hm. Sonst muss ich wirklich mein, weißt, Feldtrümmel nehmen und irgendwo eine Jurte unter den Arm klemmen und auf die Alp und dann bin ich den ganzen Tag am Trümmeln dort. Wenn ich nur noch schön und lässig und nein, es gibt auch Sachen, die mich gerade angurken, aber 5 Sekunden später merke ich wieder, ach komm, was? Überleg mir, was ist das Problem? Der Zug kommt ja doch. Ja, und löse es. Das ist wirklich. Löse es. Und übertrage nicht alles. Ich glaube, das ist manchmal auch noch so. Ich meine, mit dem Ranten übergibst du ja meinen Auftrag auch dem Gerenteten. Irgendetwas macht er oder sie oder es wie nicht richtig, oder? Ja. Dass ich muss renten. Sprich, ich tue ja mit dem Renten, gebe ich ja permanent Aufträge. Mach besser, mach besser, mach besser, mach besser. Ja, du genügst nicht, ist auch schön. Du genügst nicht. Das ist ein super Gefühl, das mögen die Leute wirklich richtig. Freihaus. Ja, den hast du jetzt noch müssen bringen, gell? Wegen? Der genügt nicht. Der genügt nicht, ja. Ja, schon, oder? Läufst du wie her? Ist ein bisschen Wundergrübeln. Schon? Ah, ich habe es jetzt mehr aus meiner Geschichte ein bisschen raus, so... Aber ist so. Ja. Genügt nicht, Scheißgefühl. Scheißgefühl. Also alle wünschen sich eigentlich, ich bin okay und wir renden uns quasi ins Übel mit niemand genügt. Das ist schon, das ist ein super. Nachher, weißt du, aber das ist Kapitalismus, der böse Kapitalismus und die Illuminaten hinten dran. Die nämlich wollen nur, dass wir unglücklich sind und damit wir wieder konsumieren. Ah, oh, die sind's. Pizza. Ja. Die wo Pizza-Stübeli auf der, ja, auf der dunklen Seite vom Mond. Ja. Die. Genau. Nein, das Auftrag geben, das nicht genügen, und das impliziert ja automatisch auch, dass ich es immer besser könnte. Und dann finde ich eben vielleicht noch, das SBB-Netz ist ja sehr plakativ für das Thema, oder? Jetzt rege ich mich auf, weil der Zug 2 Minuten Verspätung hat. Da lachen die Deutschen. Mit dort heisst es, der Zug kommt heute übrigens nicht, er fällt aus. Dann denkst du, komm mal. Nein. Nein, kommt nicht mehr. Kommt nicht mehr. Es kommt kein Ersatz. Da ist kein Busersatz, da ist kein Bahnersatz. Da kannst du einfach schauen, da nimmst du am besten nochmal das Hotelzimmer und einen Scotch. Ja, so. Ja, und man muss sagen, da lacht nicht nur Deutschland, sondern da lacht ein Busser die Japan, die ganze Welt. Oder? 2 Minuten. Und ja, okay, jetzt können wir es noch ein bisschen zuspitzen und die 2 Minuten führen dazu, dass ich dann meinen Anschlussbus verpasse und dort dann auch nochmal 10 Minuten warten muss. Oder? Und dann, wenn ich jetzt dort darüber rente, oder, dann impliziere ich ja, dass ich quasi das Bahnnetz und so ein bisschen als Metapher für die globalisierte Welt, ist ja das noch gut. Das würde bedeuten, dass ich dann weiss, wo das Hinterbüttlingen irgendwo der Anschlussbus fährt, weil es ist ja monsterkomplex. Ja. Ich denke es nämlich jedes Mal, wenn der Fahrplanwechsel kommt, irgendwie im Herbst, mein logisch ist das wahrscheinlich auch AI heute, ja. Oder zumindest unterstützt, aber es ist doch mega schwierig, dass nachher wieder alles funktioniert. Also, ja. Dass ich aufs Bändli komme, das Dietike kommt 2 Minuten später, die Scheiße S12, das Zürich kommt, kommen nachher 1000 Züge, wo ich gerade weiter kann. Also, es ist ja alles aufeinander abgestimmt. Aber ich könnte es im Fall noch besser. Ja. Das impliziert es, oder? Ja. Da muss ich sagen, ja, genau, Kollege. Mach mal. Tu es. Jetzt hockst du mal vor den Plan und machst mal die Linie, wie es soll anders sein. Oh, schau, es geht nicht auf. Wenn man da von uns Richtung Urdorf fährt, hat es ganz ein schönes, grosses Wahlplakat. Ja. Von einer Partei, die ich jetzt nicht unbedingt wähle, aber das heisst ja nichts. Nein. Und obendran hat er so einen schönen Spickel gemacht, wo drin steht, im Sinn von, ich kann es nicht einmal wortwörtlich wiedergeben, aber der Wahlspruch ist, hey, die steigenden oder explodierenden Krankenkassenprämien müssen jetzt gestoppt werden. Da denke ich, geiler Satz.
Wie machst du denn das jetzt genau? Er kettet sich an Krankenkassenwagen. Warum hast du das nicht schon lange gemacht? Oder? Aber Wahlkampf ist ja sowieso. Nein, Wahlkampf finde ich eh grossartig. Ja. Etwas anderes noch, eine kleine Geschichte aus dem Osten. Also jetzt nicht zu weit aus dem Osten, also schon Schweizer Osten. Ja. Zum Beispiel, du kannst auch folgende Aktion machen. Du stellst zwei Plakate von dir auf, weil, weißt, Wiederholung ist wichtig. Oder? Weißt, einmal, zweimal. Dann wissen die Leute, okay, der hat sich zwei können leisten. Ah, da geht's. Privat, also gut. Die zahlen das ja privat alle. Und dann ist aber wichtig gewesen, das finde ich auch schön, Wahlslogan, Brücken bauen. Jetzt Achtung, Aktion. Er hat Brücken gebaut aus Holz, weil sie haben gerade so das Thema Skulpturen gehabt im Dorf, und hat dann von seinem einen Plakat zu seinem anderen Plakat zu sich selber. Ja, das muss man einfach mal, sehen. Das ist einfach Offenheit. Ja, finde auch. Ja. Nein, schön. Hey, jederzeit mit jedem und mir. Brückenbahn. Von zu. Das ist eben weg von und hin zu. Ist total easy. Okay. Das ist ein schönes Schlusswort. Aber hast du auch noch, oder hast du noch ein Schlussrentwort wollen? Hey, nein, wirklich nicht. Ich bin total glücklich. Ich muss wirklich nicht mehr gleich viel ranten wie auch schon. Das ist wirklich wie geheilt. Dank unserem Bromance. Aber es ist wirklich, wenn man jetzt mal alte Sendungen hört, also die jetzt gerne würden, noch die anderen quasi 83 Sendungen hören, dann werden merken, dass es wie ein Gradient gibt. So quasi from hate to love. Ja, und auch ein Verarbeitungsprozess. Vielleicht ist ja das auch so ein bisschen, oder? Mhm. Also unsere Aufraumarbeiten von der gemeinsamen Agenturzeit, wo wir, glaube, da müssen wir jetzt auch nicht mehr renten, oder? Nein, ich bin da wirklich, jetzt mittlerweile haben wir ja noch so die paar schönen, inspirierenden, lustigen Momente im Kopf. Durchaus. Das ist schon. Und heute ganz ohne Schlusswort. Ciao zusammen.